Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute zu einem sehr, sehr nice Video, wie ich finde. Wir haben schon länger drauf gesneakt, ja, würde ich sagen. Gesneakt und lange darauf gewartet, dass wir es machen können. Und zwar seht ihr im Hintergrund, wir sind nicht mehr in Deutschland, wir sind in Tschechien. Und zwar sind wir bei Cäsar. Ja. Das ist, alle Gläser, die ihr kennt, die schön aussehen, sind eigentlich von Cäsar aus Tschechien, aus dieser Produktion, die wir uns heute angucken. Wir laufen ein bisschen rum. Ich kann euch schon mal sagen, es wird ultra viel. Wir müssen ein Voice-Over machen und wir können nicht alles erklären, nicht alles zeigen. Produktion sieht man ein bisschen, wir haben was von den Showrooms, wir haben was zu dem Hintergrund. Ich denke, da sollte einiges Informatives dabei sein. Ich denke auch, dass euch das interessieren wird, weil das auf YouTube noch nicht gibt. Es gibt es nicht auf Instagram, deswegen schaut unbedingt bis zum Ende, lasst uns gerne was in den Kommentaren da. Und falls du nichts mehr hast, würde ich sagen, let's go mit O. So, herzlich willkommen zum Voice-Over-Part. Hier sind wir in das erste Gebäude gegangen von vielen, wo quasi die Öfen stehen, wo die Grundproduktion stattfindet. Und der hat uns die ganzen Arbeitsplätze gezeigt, hat uns erklärt, was die Mitarbeiter machen, was sie für Prozesse machen, an welcher Stelle. Hier sieht man unter anderem ja Gläser in der Basisvariante ohne Cuts und so weiter. Das ist erstmal die Base. Und hier sieht man das ganze farblich. Das sind zum Beispiel Trinkgläser. Der obere Teil wird dann noch abgeklopft und dann ist das Ganze schon ein fertiges Glas. Er hat uns den Prozess gezeigt nach den Öfen, das heißt, die kommen auf so ein Band und dieses Band läuft 1 cm pro Minute lang und brennt quasi aus nach dem Ofen. Also da ist noch eine ordentliche Hitze und da werden die Gläser runtergekühlt. Da hat Moritz mal ein paar Base-Modelle von ein paar Shisha-Bowls, die dann noch bearbeitet werden. Und hier seht ihr ja die Produktion von den Gläsern. Das heißt, dort werden die Gläser, alle Gläser, die es gibt, produziert mit Form, mit Handarbeit. Alles wird geblasen in diesen Öfen. Und wenn man in den Ofen reinschaut, zu nah, können einem schnell die Augenbrauen wegbrennen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Und die ganzen Mitarbeiter, die ihr dort seht, sind wirklich ja, Spitzenmitarbeiter. Einige sind schon ihr ganzes Leben lang da und machen die Gläser. Der Mitarbeiter zum Beispiel ist der Profi für große Gläser. Das Ganze wird jetzt hier abgeklopft. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr verrückter Prozess, beziehungsweise ist sehr interessant, sich das Ganze anzuschauen. Diese Handarbeit ist wirklich unglaublich. Diese Gläser sind zum Beispiel da, um die Bowls zu färben. Ihr seht da blau, ihr seht ein weißes, was aber im Endeffekt wirklich dann rot wird. Und hier seht ihr die Base von dem Glas. Also daraus wird jedes Glas gemacht. Und hier seht ihr die Werkzeuge von den Mitarbeitern, die sie nutzen, um das Glas am Ende zu formen und zu blasen. Ja, dann sind wir weitergegangen in ein älteres Gebäude, beziehungsweise in das Gebäude, wo die Formen liegen. Da in dem Wasser liegen die Formen über längere Zeit. Und es gibt wirklich sehr viele Formen, die wurden über 170 Jahre, wenn nicht sogar mehr, gesammelt in diesem Keller. Müssen trocken lagern, im kalten lagern. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach Shisha-Bowls, beziehungsweise Shisha-Bowl-Formen. Dort liegen wirklich alle Arten von Gläsern, von klein bis groß. Und er hat uns den ganzen Prozess erklärt und hier sieht man zum Beispiel eine schöne Drop Bowl. Das ist die Baseform, das ist die Yeshkin. Und ich finde das Ganze wirklich sehr, sehr interessant anzusehen. Davon Moritz nochmal eine Form. Ihr seht, die haben verschiedene Farben, denn umso öfter die genutzt werden, umso dunkler sind die. Und er hat uns halt erklärt, wie die Formen dann gemacht werden. Hier seht ihr quasi die Grundbase, die Werkzeuge sind alle selber gemacht. Von Cäsar selber, das heißt, die sind nicht eingekauft, sondern auch wirklich extra dafür selber gemacht. Und diese Formen, die ihr hier seht, sind quasi die Grundstücke, um die Form zu machen aus diesem Holz. Das heißt, der Mitarbeiter guckt sich das Ganze an und macht daraus dann das Holz. Ja, hier sehen wir schon mal ein paar fertige Produkte, ein paar Deckel, ein paar Aschenbecher. Jeder Deckel hat quasi seinen Aschenbecher, muss man auch wissen. Ist auch sehr, sehr wild, dass wirklich jedes Teil zu einem anderen Teil gehört. Und hier seht ihr ein paar weitere Bowls, ein paar grüne Bowls. Er hat uns erstmal den Keller gezeigt, wo quasi das Lager ist. Das ist ein Trinkglas, ein paar Shisha-Bowls, die ihr vielleicht auch kennt. Und daraus wird dann weiterverarbeitet. Das ist quasi das Grundlager, beziehungsweise die Grundform ohne Cuts, ohne Weiterverarbeitung. Das Ganze wird dann nochmal im Nachhinein bearbeitet und die Cuts sehen wir auch gleich im weiteren Verlauf. Dann sind wir nochmal raus aufs Gelände gegangen und er hat uns nochmal quasi ein Bild gezeigt, wie das Ganze früher aussah, als es gegründet wurde, welche Gebäude standen, welche Gebäude noch nicht standen. Alle Gebäude, die ihr hier zum Beispiel seht, sind von Cäsar. Und dann sind wir in den ersten Showroom gegangen, wo quasi alle, beziehungsweise nicht alle Produkte, aber einige Produkte stehen. Hier seht ihr zum Beispiel dann auch Hofros Dawn Modelle in verschiedenen Farben, Trinkgläser, Aschenbecher, auch große Modelle. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man das Ganze mal in echt sieht,
wie viele verschiedene Sachen es von Cäsar gibt. Also kleine, aber auch wirklich riesige Sachen, wie ich jetzt da zum Beispiel eins in der Hand habe, gibt es von Cäsar. Unter anderem haben sie auch für Disney produziert. Dann sind wir quasi zu einem kleinen Pool gegangen, wo das Holz drin liegt. Die Holzstämme, die lagern dort bis zu 5 Jahre und daraus werden dann die Formen gemacht. Das Ganze ist dann hinter dem Gelände quasi. Ich habe auch ein paar Boots mitgenommen, die bei mir kaputt waren, leider. Da habe ich gefragt, ob man das Ganze reparieren kann, aber das sehen wir später im Prozess. Dann sind wir in ein weiteres Gebäude gegangen, wo die Cuts gemacht werden. Er hat uns ein paar neue Modelle gezeigt mit Gold, mit Platin. Hier sieht man nochmal schön das Cäsar-Logo auf einem Glas und da ein Grundmodell, was dann noch gebaut wird. Weitere Basics und Samples. Und hier sieht man einen Ofen, wo dann das Gold drauf gebrannt wird. Er hat uns den ganzen Prozess erklärt und hier sieht ihr nochmal die Bowls vor dem Cut. Hier sieht man die Grundschliffe in die Bowl rein quasi, dass der Kopf gerade ist, dass man diesen 45 mm Durchmesser hat. Und hier sieht man, wie meine Bowl repariert wird. Da wird einfach der Kopf abgeschliffen, dann wird nochmal der Stein geschliffen, damit das Ganze scharf ist. Und so sieht dann eine Bowl aus, wenn sie gerade frisch geschnitten ist. Hier wurde uns gezeigt, dass dieses Schleifverfahren gar nicht spitz ist. Also diese Räder, die sich dort drehen, die sind nicht zackig. Die sind bei der Geschwindigkeit einfach nur für das Glas quasi zackig, aber nicht für die Finger. Schwierig zu erklären, aber das sieht schon echt wild aus bei der Geschwindigkeit. Ich hatte tatsächlich Angst, dass sie sich die Finger abschneiden können. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn die zu spitz sind, zu scharf, dann würde das Glas ja auch springen. Deswegen wird es ganz, ganz minimal und fein geschliffen in dieses Glas, damit das Glas nicht springt komplett. Uns wurde auch gesagt, dass das Produktionsverfahren mit diesen Cuts etc. sehr, sehr einmalig ist und es in Tschechien bzw. weltweit fast nur einmal gemacht werden kann. Also die Kombination aus Farben und Cuts kann nur Caesar und dementsprechend nur in Tschechien hergestellt werden. Kein anderes Unternehmen der Welt kann das, laut Caesar. Auch wie laut das die ganze Zeit war. Teilweise haben die in der Produktion dann auch Musik natürlich gehört, Kopfhörer aufgehabt oder auch allgemein so ein bisschen Lärmschutz gehabt. Hier sehen wir dann Mosegläser, glaube ich. Nee, das sind nicht Mosegläser, aber zumindest sind es die Drop Mini Bowls. Hier haben wir noch große Drop Bowls mit Frosted, mit dem schönen, also mit diesem schönen Türkiston, mit dem dunkelblauen Ton. Hier ist die Hofrost Down. Sehr, sehr wildes Modell. Sollte jeder mittlerweile kennen. Hier haben wir dann noch ein paar Rock Design Bowls. Hier waren die fast fertigen Produkte und ich glaube auch teilweise B-Ware. Hier wurde dann Yannick's Bowl wieder geschliffen. Hier wurde der Feinschliff gemacht. Die haben ein bisschen von der Höhe abgenommen. Hier haben wir dann wieder die Cut-Produktion gesehen, wo die Sachen geschliffen worden sind. Eine Mose, Breeze One Base, glaube ich, müsste das sein. Und hier kamen wir dann zum Endziel. Das war der große, große Showroom für Shisha-Sachen, für Bowls. Und uns wurde gesagt, dass der extra noch für uns schnell fertig gemacht wurde. Die hatten diesen alleinstehenden Raum noch gar nicht. Der wurde erst vor 2 Wochen fertiggestellt, weil die wussten, dass wir vorbeikommen. Und dort haben Yannick und ich auch ein bisschen geshoppt. Das werdet ihr auch bald in einem Pickup-Video sehen. Aber hier seht ihr wirklich alle verschiedenen Formen, die da verfügbar waren. Alle verschiedenen Formen, Farben, Cuts. Sehr, sehr crazy. Hier ist dieser Kronleuchter, der, meine ich, über 100.000 Euro kostet. Sehr, sehr wild. Die Elemente sind alle von Caesar, außer die kleinen Elemente, die wir sind nicht von Caesar, aber alles, was zusammengesteckt ist, was ihr jetzt hier seht mit den Kerzen, ist absolut wild. Absolut crazy handmade. Ihr seht schon, hier hinter uns ist der Kofferraum prall gefüllt. Wir waren jetzt bei Caesar, haben uns einige unserer Favorite Balls ausgesucht aus dem Showroom und ein paar für Case mitgenommen. Ja. Und ich muss sagen, die Impressionen, die wir sammeln konnten, waren crazy. Ich habe mir das nicht so krass vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, fazitmäßig ist es auf jeden Fall geil. Und Ja. ich denke, jetzt hat man auch so einen Hintergrund bekommen, wieso ihr so viel Geld in Anführungszeichen für eine Bowl, für ein Glas bezahlt, Ja, Limo. safe. Also was ich sagen wollte, ist, dass auf jeden Fall die Produktion sehr, sehr kompliziert ist. Also so viele verschiedene Steps, auch diese Form und sowas fand ich Ja. mega krank, wo das Holz gelagert wird. Dann, wo die Formen draus werden, es gibt irgendwie 2 Leute, die Formen machen oder so. Ja, die Zeichnung Dann, erstmal, dann die Form, Mold genau, etc. aus diesen Formen wird dann ja, also wir haben euch ja alles gezeigt im Video, wir hoffen, das kam auch ein bisschen rüber, aber diese ganzen Steps, bis das Glas, das fertige Glas ist, was hier drin ist, ist wirklich ultra wild. 2 Boards von mir wurden auch repariert, fand ich sehr krass, da war oben der Hals kaputt und die konnten das so abschleifen. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich ein bisschen schwerer, wenn bei euch die Bowls kaputt gehen. Mir ging es jetzt aber. Ich glaube, wenn du Caesar kontaktierst, ich habe das nicht nachgefragt, dann sagen die auch, schick uns das zu und wir gucken, ob wir das reparieren können. Ja.
Falls ihr Fragen zu dem Produktionsprozess habt oder andere Anmerkungen an dieses Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke mal, diesen Einblick habt ihr so noch nicht bekommen und wir sind mega gespannt, was ihr sagt. Ja, war echt sehr, sehr wild, muss ich sagen. Auch die Leute waren sehr nett. Also, dass das alles gezeigt wurde, alles wurde erklärt, man konnte alles nachfragen. Die Öfen wurden uns gezeigt, wirklich komplett jeder Prozess, alles, was wir sehen wollten. Das war echt eine geile Experience. Ja. Also ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie das Glas, wie das funktioniert, bis es so ist, wie es ist. Aber dann haben die alles gezeigt, auch mit diesen Gläsern und so, mit den Farben, war echt krank. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ein Abo auf diesem Kanal für weitere Videos, die ihr nicht verpassen wollt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Vlog, beziehungsweise mit Cäsar. Letztes Wort hat noch der hier. Was ist dein Fazit kurz? In 30 Sekunden. In 30 Sekunden? Ja, schnell. Ja, war gut. Danke. Das war's. Sehr gut. Das war's. Danke. Ciao, ciao.